Herr Senator, auch 3 Tage nach den gezielten Angriffen auf Rettungskräfte in der Silvesternacht sind wir alle noch entsetzt. Wie ist denn der Stand der Ermittlungen jetzt heute? Wir haben ja ein sehr schnelles polizeiliches Einschreiten gehabt in den allermeisten Fällen und haben auch Tatverdächtige identifizieren können. Wir haben über 20 Tatverdächtige. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier ein schnelles polizeiliches Handeln und eben auch eine effektive Strafverfolgung jetzt sicherstellen können. Und das werden wir natürlich gerade in diesen Fällen auch sicherstellen müssen. Alle, die in dieser Silvesternacht ihren Dienst getan haben, müssen sich darauf verlassen können, dass wir sie da auch schützen, in Zukunft vielleicht auch noch besser schützen. Denn das, was da passiert ist, diese Angriffe, das ist ja so ungefähr das Niederträchtigste, was man sich überhaupt vorstellen kann, jemanden anzugreifen, der gerade anderen helfen will. Und da sind wir jetzt aufgefordert, damit auch sehr konsequent umzugehen. Sie haben gesagt, das waren grundlose Angriffe auf Rettungskräfte. Was muss jetzt konkret passieren? Also wir hier in Hamburg werden erstmal natürlich sicherstellen, dass die Strafverfolgung funktioniert. Es ist überall schnell polizeilich eingeschritten worden. Wir haben viele Tatverdächtige identifizieren können. Die Verfahren laufen jetzt. Wir werden natürlich auch gucken, ob wir an Schutzmaßnahmen, Schutzausstattung noch Dinge verbessern können, ob wir die Einsatzkonzepte von Polizei und Feuerwehr noch besser verzahnen können für die Silvesternacht. Und wir werden natürlich auch prüfen, ob wir jetzt die Feuerwerksverbote, die örtlichen, die wir bisher ja nur im Bereich Jungfernstieg und Rathausmarkt und Binnenalster haben, ob wir die ausweiten müssen. 2017 wurden die Gesetze ja schon verschärft. Reicht das jetzt aus oder muss da nochmal nachgestellt werden? Na, es sind ja schon es sind schwere Straftaten, über die wir sprechen, aber die Straftatbestände sind eigentlich auch so, dass wir damit umgehen können. Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, das ist schon, glaube ich, auch ein Strafmaß, was dann angemessen ist. Und es kann ja immer sein, dass wir im Einzelfall auch noch über weitergehende Straftatbestände sprechen. Und wie sehen Sie das, ein generelles Böllerverbot? Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Man kann das machen, es muss dann nur konsequent sein. Das heißt, wir brauchen dann auch ein Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper und wir brauchen eigentlich eine wirklich flächendeckende, bundesweit einheitliche Lösung, sonst würde es nicht funktionieren. Vielen Dank, Herr Senator.